Zu den Ahadith 647, Abu Huraira radiallahu anh berichtete, ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe Verwandte, ich pflege die Verwandtschaftsbeziehungen zu ihnen und sie zu mir nicht. Ich behandle sie mit Güte und sie behandeln mich schlecht. Ich bin milde zu ihnen, doch sie ignorieren mich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn es so ist, wie du erwähnst, dann ist es so, als ob du sie heiße Asche trinken lässt. Solange du darauf, also auf deiner Güte und Freundlichkeit beharrst, wird Allah dir helfen und dich vor ihnen schützen. Also dieser Hadith ist einfach gewaltig. Gewaltig ist dieser Hadith. Also in der Verwandtschaft findest du immer Probleme, oder nicht? Ich meine, Menschen, wenn sie zusammenkommen, gibt es Probleme. Oh, der hat das nicht gemacht, der hat mir Geld ausgeliehen, hat mir nicht und was weiß ich. Nee, ich hab dir doch zurück. Nein, hast du nicht. Oder irgendetwas anderes. Ja, der wollte mich mitnehmen, hat es doch nicht. Und mein Sohn, dein Sohn, meine Tochter, deine Tochter. Probleme gibt es immer. Und das führt zu was? Zur Missachtung der Verwandtschaftsbeziehung. Zur Trennung der Verwandtschaftsbeziehung. Und das ist nicht erlaubt. Oder auch, es muss nicht Verwandtschaft sein, auch die Brüderlichkeit. Das ist ein Muslim, der ist nicht verwandt mit dir, aber das ist dein Bruder. Ja? Oder bei den Frauen, das ist deine Schwester. So, und jetzt gab es ein Missverständnis, ein Problem. Wir dürfen uns nicht trennen. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wer länger als 3 Tage seinen Bruder meidet und dann stirbt, der kommt in die Hölle. Du musst mit deinem Bruder umgehen können. Natürlich, wenn er jetzt zum Beispiel, der klaut dir immer wieder was weg, dann kannst du dafür sorgen, dass eben du nicht dein Geld mitnimmst zum Beispiel. Oder wenn er immer bei jedem Besuch dir was klaut in der Wohnung, dann musst du ja ihn nicht gleich in die Wohnung mitnehmen. Ja, also wo ist jetzt die Grenze? Also Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte ja zu diesem Sahabi, er pflegt die Verwandtschaft und sie pflegen es nicht. Ja? Wo hört das auf? Dass du eben diese Verwandtschaft pflegst. Es muss nicht sein, dass sie dich jedes Mal besuchen. Wenn du merkst oder weißt, sobald die mich besuchen, engerer Kontakt, täglicher Kontakt, jedes Mal machen die dann ein Problem draus. Ja? Allahu a'lam, was dann passiert. Ja? Dann darf man die Beziehung etwas drosseln, ja, also dass es beziehungsweise also weniger wird, ja. Aber du darfst nicht so tun, als ob du keine Verwandten hättest. Die kommen vorbei und alle schauen weg. Das darf nicht sein. Salam alaikum, wie geht's? Alles klar? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ja, und Verwandtschaft ist noch mal ein Tick mehr als irgendein anderer Muslim. Kannst du sagen, Salam, Salam, tschüss. Das kannst du bei einem normalen Muslim. Den kennst du nicht, hast du gesehen. Salam alaikum, alles klar, Salam. Aber wenn das dein Onkel ist, kannst du sagen, Salam, Salam, tschüss. Salam alaikum, Onkel, wie geht's dir? Aber er hat dir doch was angetan. Wie geht's dir? Alles klar, Alhamdulillah. Und zwar, weiter geht's. Also bei Verwandten, umso, bei Eltern, also das ist natürlich also die oberste Stufe überhaupt, ja. Auch wenn sie zum Beispiel schlecht sind, gibt es ja auch, ja, die etwas machen, dort musst du umso mehr Geduld haben. Also mehr als zum Beispiel wie bei Abu Huraira, seine Mutter, den Propheten sallallahu alaihi wasallam immer beleidigt hat. Also schlimmer geht es ja nicht, oder? Und trotzdem war er geduldig mit seiner Mutter. Also bei Eltern umso mehr Geduld haben. Was heißt jetzt nun, als ob du sie heiße Asche trinken lässt? Das ist wirklich, subhanallah, eine psychologische Angelegenheit, die hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Deine Güte zu diesen Verwandten, die schlecht sind zu dir, deine Güte zu denen ist für sie etwas Erdrückendes. Dass du gut bist zu denen, das macht die fertig. Du machst es ja nicht im Sinne, du machst nicht mit der Absicht, ja genau, geht zugrunde, weil ich gut bin zu euch. Nicht, du machst es ja nicht mit dieser Absicht, ja, du machst es ja fi sabilillah, ja, für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber du musst wissen, jeder schlechte Mensch, wenn du gut bist zu ihm, tut es ihm weh. Warum? Weil er weiß, dass er schlecht ist. Er würde sich ja wünschen, du bist so wie er. Der schlechte Mensch wünscht sich, sei auch du schlecht, dann geht es mir gut. Warum? Ja, wir sind alle schlecht.
Aber wenn du gut bist, oh nee, ich bin der einzige Schlechte. Wie konnte ich das nur machen? Warum bin ich so schlecht? Der geht zugrunde. Deswegen sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als ob du sie heiße Asche trinken lässt. Noch einmal, ich muss nicht deswegen zugrunde gehen, mein ganzes Geld ist weg und alles ist kaputt bei mir und die haben alles geklaut. So schlimm muss es nicht sein. Wenn du merkst, die bringen mir wirklich einen Riesenschaden, okay, dann kannst du diese Pflege etwas verringern, dass du sagst, okay, die müssen jetzt nicht bei mir zu Hause sein. Ja? Oder das eben weniger. Aber es darf nicht sein, ich habe keine Verwandten. Es gibt keine Verwandten in meinem Leben. Das darf nicht sein, obwohl du Verwandte hast. Ja? Dass du beginnst, zum Beispiel, klassisches Beispiel. Im Eid, keiner beglückwünscht dir. Du musst immer der Erste sein, der sagt, Assalamu alaikum, kullu amin wa antum bikhair. Ja, wo ist das Problem? Dann beginne ich halt jedes Mal. Jackpot für mich, oder nicht? Wenn ich beginne. Ja, aber die können doch auch endlich mal hier den Hörer nehmen und sagen, Assalamu alaikum, wie geht's dir und alles Gute zum Eid. Aber Allah Azza wa Jal gibt dir den Lohn jetzt. Wo liegt das Problem? Aber die müssen und die müssen. Ja, sie müssen und müssen, aber sie wollen es nicht. Das gibt dir nicht das Recht zu sagen, okay, so jetzt warte ich. Ich beglückwünsche niemanden, die sollen jetzt erstmal beginnen. Nein, sondern mach weiter.